zusammen und herzlich willkommen zum Riegel Freitag. Ich wurde gefragt, warum die Woche keine gescheiten Videos gekommen sind und nur so zwei Bildervideos. Das eine war die Grippe und das andere war die Abstimmung in Twitter. Ja, das wird sich jetzt ändern. Es werden jetzt wieder mehr gescheite Videos kommen. Und der Dr. Stuhlhack meint, ich mache doch ständig Pausen. Die ständigen kleineren Pausen, das sind Nachdenkpausen. Ob ich, dass ich wieder neue Ideen habe. Weil wenn ich Videos drehe, dann möchte ich gescheite Videos drehen, die wo euch und mir gefallen. Ne? Und ja, das mit den Pausen, wo ich aufgeschrieben habe, dazu sage ich in Kaffeeklatsch am Sonntag was. Weil vom 23. bis zum 10.01.2020 werde ich eine Pause vor der Kamera machen. Am 23. der Jahresrückblick und dann nur noch Pause vor der Kamera, weil am 31. nach Silvester möchte ich nur tagsüber ein guten Rutschvideo machen, das sind Bilder. Und am 1.1. ein gutes Neues. Und dann ist endgültig Pause bis zum 10.1. Aber mehr dazu im Kaffeeklatsch am Sonntag. Und wie gesagt, die normalen Videos, wo ich so vor der Kamera stehe, die gibt's jetzt wieder. Und wie gesagt, wenn ich einen oder zwei Tage Pause mache, dann liegt es nur daran, dass ich neue Ideen sammle, weil ich möchte schon ansatzweise gescheiten Content bieten, weil ich möchte schon mich anstrengen in die Videos, damit die Themen gut ausgewählt sind und wie immer möchte ich mich auch bemühen, dass es euch gefällt, genauso wie es mir gefällt, weil ich schaue mir ja meine Videos immer wieder selber an, kann ich nur immer wieder sagen. Ja, und auf jeden Fall ist es so, dass da wieder die normalen Videos kommen, weil ich merke schon immer wieder, dass die Sachen, die wo ich so mit Bildern mache, also nur Bilder, dass die nicht gut ankommen. Und ja, das zweite ist dann wegen dem Zweitkanal. Da möchte ich jetzt noch kurz was dazu sagen hier im Riegel Freitag. Und zwar hat der Dr. Stuhl gemeint, oder irgendeiner hat gemeint, wieso ich unbedingt einen Zweitkanal machen möchte, nur für Max on Tour. Ne, weil das war ja das Endergebnis. Und ja, ich möchte es machen, damit ich mich in einem Kanal speziell für ein Format meinen Kopf konzentrieren kann. Also worauf ich mich konzentrieren kann. Und da wo früher Riegel TV war, habe ich mir gedacht, da mache ich dann den Kanalnamen, da wo das Endergebnis, da warte ich immer noch aufs Ergebnis in Twitter und der Name, der wo da rauskommt, den mache ich dann aus Riegel TV. Also dann wisst ihr schon mal, da wo früher Riegel TV war, da ist ja jetzt ein Livestream drinne und da wird dann eben der Kanal draus, wo Max on Tour kommt. Aber wahrscheinlich geht der erst nächstes Jahr los, wenn nicht schon das Jahr. Da muss ich mal gucken, ich gebe es auf jeden Fall in dem Video bekannt. Ja, und das dritte, ihr könnt mir gerne, ich mache ja Riegel Talk, gell? Und da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wen ich vielleicht mal nachmachen könnte und ich erkundige mich danach. Ne, und ich schreibe auch immer wieder mal in Twitter, ich mache auch immer wieder mal so eine Umfrage, wen ich nachmachen könnt. Und dann könnt ihr in Twitter abstimmen und hier in die Kommentare. Auf jeden Fall, demnächst gibt es auch wieder Riegel Talk. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin bloß nur am Erkundigen, wen ich nachmachen könnte.
Dann gibt es, sobald ich genug zusammen habe und jemanden habe, wo ich nachmachen könnte vom Verhalten her, gebe ich es bekannt und dann kommen Riegel Talk. Ansonsten war es das auch schon. Das war jetzt mal ein kürzerer Riegel Freitag wie sonst. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Und morgen gibt es Max on Tour noch hier in Riegeltheim. Und zwar laufe ich morgen zu meinen Eltern in Turnabraun. Da habe ich mir gedacht, mache ich Max on Tour. Und deswegen gibt es morgen erstens gibt es morgen zwei Videos. Max grüßt. Und dann später im Laufe des Nachmittags gibt es dann noch Max on Tour wie in Turnabraulauf. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo mir Post schicken kann, steht in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Abend. Habe die Ehre, wir sehen uns morgen zu Max grüßt. Und dann im Laufe des Nachmittags noch zu Max on Tour. Momentan noch in Riegeltheim, bis ich den anderen Kanal eingerichtet habe. Und wenn es soweit ist, dass ich den zweiten Kanal starten kann, weil aus Riegel TV mache ich dann den neuen Kanal, dass ihr Bescheid wisst, weil Riegel TV wisst ihr ja, wo der ist. Und da könnt ihr gern schon mal abonnieren, nebenbei, weil demnächst wird er umgeändert auf das, wo ich dann Max on Tour hauptsächlich mache. Aber morgen gibt es nochmal hier in Riegeltheim. Also bis morgen, habe die Ehre, wir sehen uns.